Guten Morgen, liebe Leute. Also gucken, ob die spontan meinen Dämpfer servicen können, weil dem geht es anscheinend gar nicht gut. Uns ist tatsächlich ein Canyon geworden. Einzige in L, was verfügbar war, war ein Canyon-Sender. Ohne anständige Bremsen hinten. Weiß ich auch nicht, wie die gewartet werden. Oh, noch frische Beläge drauf gemacht. Hinten. So, erstes kleines, kurzes Fazit. Der Bikeladen da. Bin ich jetzt nicht so happy mit dem Service, weil ich gerade selber Bremsbeläge wechseln musste. Bin einmal gegen eine Matte gefahren mit dem Vorderrad, weil ich einfach nicht bremsen konnte. Ja, allerdings das Bike an sich macht schon Spaß. Ist super verspielt, würde ich fast sagen. Nicht so laufruhig wie das Norco zum Beispiel. Es geht ultra leicht in die Luft, also ähnlich vergleichbar mit dem Cube 215 von Thomas. Der Sattel ist leider ein bisschen hoch, habe ich ja schon gesagt, aber ich arrangiere mich. Jetzt gucken wir mal, wie das so auf ruppigen Terrain ist. Und fahren wir jetzt hoch auf den Hackelberg Trail und machen da eine Abfahrt. Und da hoffe ich, dass der Schlauch hält. Ich bin am Ölen. Bin ich ein. So heiß. Aber wollen wir uns nicht beschweren. Es war Regen vorher gesagt und es Sonne scheint. Ja, da packt gar nichts. You keep it natural, stay in your bag like you wearing satchels. Hey, baby, you a godsend, 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 just missing the sandals. But still, you ain't missing much. Put your hands on my back, just a different touch. Put your ass on my plate, I don't skip the lunch. I don't skip the brunch, not the dinner neither. And we got the clothes, not a centimeter. Getting in between this, so you too turned up. Never turned down, though, when it's big energy. When I come around, though, so. Don't ever switch. Know you've been looking, won't find it like this. Know you've been looking for a nigga that handle them curves. I'm Jimmy Johnson with this, I'm Jimmy Johnson with this. That I attest, I'm like grinding this bitch. I cycle, I swim and I run. Whatever you need, I'll try out the line with the dick. Turn on the lights, take a flick. Just don't be running this shit. Hey, I can see you as my chick. Nah, I can see you as my bitch. You keep it natural, stay in your bag like you wearing satchels. Hey, maybe you a guy saying, jawohl, das geht doch. Komm ganz ran hier einfach. Ich bin ein Abergläubiger. Aber ist eigentlich krass geiler Ausblick. Ich glaube, es ist doch noch ein bisschen geiler, wie ich glaube, es ist auch. Also rein. So, haben wir nochmal Fahrwerk ein bisschen verändert hier. We'll be right back.
Also ich muss sagen, der Hackelberg Trail ist für mich immer noch der schönste Trail in Saalbach. Wir sind zwar auch noch auf die X-Line gefahren die Tage und da hatte ich ja auch so meine offene Rechnung noch vom letzten Jahr. Allerdings einfach aus Spaßfaktor und Panorama und allem drum und dran, finde ich, bietet der Hackelberg Trail so ein optimales Rundum-Paket. Es ist nicht immer nur flowig, sondern auch ein bisschen ruppig. Es gibt so ein paar kleinere Jumps und am Ende auf so einem Ziehweg sogar noch so ein kleines River Gap. Ja, das Stück ist schon geil. So, wer kann gut Hinterrad versetzen? Alter, meine auch. Das tut so weh einfach. Ist da mal ein Slap? Hallo? Kuhparty. Wie ihr vielleicht wisst, sind in Österreich auch die ein oder anderen Kühe unterwegs. Was wir jetzt auch in Erfahrung gebracht haben, ist, dass auf den Zäunen, die hier links und rechts hin und wieder auf dem Trail sind, auch durchaus ein bisschen Strom drauf ist. Hat einen geschlagen, ein Gewicht bekommen. Ja, guter Weg jetzt. Ah, da wünscht man sich wieder ein E-Bike. Die Leute, mit denen wir hier heute unterwegs sind, haben wir übrigens alle irgendwie zufällig hier in Saalbach getroffen. Also klar, man kannte sich schon vorher über Instagram, aber keiner der Personen habe ich schon irgendwie mal im Real Life getroffen. Und ich finde, das ist eine Sache bei Mountainbiken, die einfach richtig, richtig schön ist. Man trifft Leute das erste Mal und man versteht sich sofort, weil man irgendwie die gleiche Leidenschaft teilt und es ergeben sich hin und wieder auch echt gute Freundschaften daraus. Vielleicht erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als wir den Hackelberg Trail gefahren sind und unten an diesem River Gap standen. Es ist so ein kleiner Sprung, der allerdings eine sehr
ja, flache Absprungkante hat und fast auf der gleichen Höhe ist wie die Landung, so dass ich mich letztes Jahr da noch gar nicht dran getraut habe. Dieses Jahr war es allerdings soweit und ich dachte mir, das geht schon klar. Hier am Ende kommt das Gap. Das River Gap befindet sich sozusagen am Ende vom Huckleberg Trail. Unten teilt sich dann der Trail später noch in weitere Passagen auf und auf diesem Weg gibt es dann das River Gap. Am besten lässt man tatsächlich von oben laufen, weil sonst muss man wie wir oben nochmal hochschieben. Auch wenn ich ein Leihbike hatte, habe ich mich nach dieser Abfahrt schon recht wohl auf dem Sender gefühlt. Es war zwar nicht so ganz mein Setup, aber mittlerweile kann ich mich eigentlich ganz gut damit arrangieren und dachte, so ein Sprung, der wird auch gut funktionieren. Jetzt fahren wir hier dieses komische Bachgap-Ding, wo ich mich letztes Jahr schon voll gedrückt habe. Braucht man ordentlich Speed und am besten springt man ein bisschen aktiv, würde ich jetzt so einschätzen. Da ich aber hier jetzt im Canyon Sender unterwegs bin, ja auch nicht so mein Rad ist, Fahrwerkseinstellung komisch, wird das abenteuerlich. Aber ich habe gerade gesehen, dass es theoretisch auch mit Speed geht. Schauen wir mal. Leider ist der Lars direkt hinter mir an dem Gap gestürzt und deswegen endet das Video auch so abrupt und es kommt sofort ein Cut, denn diese Story lasse ich euch den Lars erzählen, wenn er das möchte. Wir sind auf jeden Fall dann weiter runtergefahren, haben uns die Sachen vom Lars gepackt, damit er nicht so viel schleppen muss und wollten dann später weiter auf die Z-Line starten, die ja auch ziemlich neu sein sollte. Also, wenn ihr das sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.